hier zu sein. Hallo? Hallo! Diese Stille ist beunruhigend. Warum antworten Sie nicht? Hey, wach auf! Hallo! Sie scheinen zu schlafen, aber ich kann Sie nicht aufwecken. Nein, bitte nicht! Lydia, warte! Bitte, Gott, mach, dass es nicht wahr ist. Celeste! Nein, meine liebe Celeste! Es kann nicht so spät sein, Lebewohl zu sagen. Das ist nicht fair. Nathaniel! Was ist Celeste zugestoßen? Was habt ihr mit den Studenten gemacht? Antwortet mir! Lydia, nein! Fass ihn nicht an! Ist das wieder einer eurer Tricks, Nathaniel? Das bin nicht ich, sondern die Macht der Kugel, die dich hier gefangen hält. Ich hoffte, du würdest zurück in dein Dorf gehen, als du erkanntest, dass die Schule geschlossen ist. Aber scheinbar hat sich deine Neugier schließlich doch noch als nützlich erwiesen. Nützlich für was? Was geht hier vor sich? Beruhige dich, Lydia. Hier ist alles in bester Ordnung. In bester Ordnung? Habt ihr den Verstand verloren? Celeste ist tot und alle Studenten... Schlafen wie die Babys. Es ist ihnen nicht einmal bewusst, was ihnen gerade widerfährt. Siehst du, diese wunderbare Kugel wurde entwickelt, um die Gedanken der Leute zu lesen und ihre Erinnerungen zu sammeln. Leider scheint keiner dieser Studenten meine Tochter in guter Erinnerung zu haben. Oder sie alle lernten sie niemals richtig kennen. Anders als du, Lydia. Du bist all die Jahre, die ihr getrennt wart, immer ihre beste Freundin geblieben. Diese Studenten kennen sie sicher besser, als ihr es tut. Wie konntet ihr sie nur aufgeben? Ich bin immer für Celeste da gewesen. Lügner! Ich kann euch beweisen, dass das nicht stimmt. Oh, ja, ich darf wieder. Gut, ja. Gut, ich wusste, dass das so sein würde, da ich das Spiel ja schon kannte, aber ich wollte nichts verraten, weil diesen Moment sollte man nicht vorher kennen, wenn man das... Ich fand das damals so heftig, dass als ich hier ankam und gesehen habe, sie ist tot. Oder hat mich richtig fertig gemacht damals, muss ich ehrlich sagen. Gott, und jetzt müssen wir ihm beweisen, dass er Unrecht hatte. Wie machen wir es am besten? Wir haben ja die Visionen gesehen. Jetzt müssen wir ihm die Visionen natürlich zeigen, um ihm zu beweisen, dass er nicht für sie da war. Nehmen wir mal die erste Kugel. Es scheint nichts zu passieren, wenn ich sie berühre. Alles gut. Zurück. Kugel Nummer 2. Was sehen wir hier? Ist die okay? Nein. Ich würde sagen, ich klicke einfach hier durch die Kugeln durch. Die. Celeste, ich... Bitte setz dich zu mir und erzähl mir Geschichten. Weißt du, wie damals, als ich klein war und Mutter und ich stundenlang am Kamin saßen und dir zuhörten? Vater? Vater! Wie ist das möglich? Du warst nicht hier, als das passiert ist. Es scheint, als hättest du genau das, was ich suche. Ich freue mich, dass du schlau genug warst, hier heraufzukommen, Lydia. Es ist mir egal, was ihr mit mir macht, Nathaniel, aber ihr werdet bereuen, wie ihr Celeste in all den Jahren behandelt habt. Du wirst... Wie könnt ihr die Beerdigung eurer Tochter ruinieren? Wie konntet ihr so tief sinken, dass ihr die Ideale der Schule verraten habt, die ihr vertreten wolltet? Ich habe niemals die Ideale der Schule verraten. Ach nein? Oh, welche Erinnerung war das? Ich guck mir mal an, was war das hier für eine?
Einen Moment eben. Da bin ich wieder. Entschuldigung für die Störung. Hier war Baumerinnerung. Sie war dort. Okay, ich glaube nicht, dass es diese Erinnerung ist. Gucken wir uns diese Kugel mal an. Das war die Erinnerung, wo wir uns die Geschenke gegeben haben. Das ist sie garantiert nicht. Genau, die müsste es sein. Richtig. Gib sie mir sofort. Endlich. Niemand kann seine Gedanken mehr vor mir verbergen. Was tut ihr da, Meister Nathaniel? Genau wie ich hast du meine Tochter niemals richtig gekannt. Ich brauche dich jetzt absolut nicht mehr. Und jetzt vergiss alles, was passiert ist, junger Nightingale. Weisheit macht Gleichgewicht! Ihr habt Weisheit und Gleichgewicht für die Macht aufgegeben, Nathaniel. Schwachsinn! Celeste würde sich schämen, eure Tochter zu sein. Sei still! Meine Tochter hat sich nichts aus mir gemacht. Was? Das kann ich beweisen. Das war die Erinnerung mit dem Baum. Die hier, oder? Nein, nicht ganz. Die. Genau. Nee. Es scheint nicht die mit dem Baum? Moment. Welche Erinnerung war das? Die, genau. Verstehst du nicht, dass ich dich brauche, Vater? Ich liebe dich. Liebst du mich denn nicht? Wenn du etwas wirklich Wichtiges hast, ich bin in meinem Büro. Und noch etwas, Celeste. Werde endlich erwachsen. Diese Art Kleinkindergespräche stehen einem Mädchen deines Alters nicht gut zu Gesicht. Eure Tochter hat niemals aufgehört, euch zu lieben, Nathaniel. Ihr seid derjenige, der sich von ihr entfernt hat. Der Nathaniel, der heute vor mir steht, ist nicht mehr als der Schatten des Mannes, der mir damals das Leben gerettet hat, als unser Haus in Flammen stand. Lüge! Ich bin immer der gleiche gewesen. Celeste hat sich nach dem Tod ihrer Mutter verändert, nicht ich. Das hat sie nicht so empfunden. Moment. Welche Erinnerung war das? War das die? Ja. Vor Mutters Tod warst du immer da, wenn jemand Hilfe brauchte, Vater. Celeste, ich bin hier. Antworte mir. Aber seit sie fort ist, scheint all deine Freude mit ihr gegangen zu sein. Seit jenem Tag hast du mich nicht mehr so angesehen, Vater. Warum? Lügen. Ich habe mich nicht verändert. Sie hat in der Vergangenheit gelebt, hat ständig an ihre Mutter gedacht und von ihr gesprochen, wie gut das Leben war, als sie noch bei uns war. Nachdem Elana gestorben war, ist Celeste niemals mehr glücklich gewesen. Das ist nicht wahr, Nathaniel. Sie war unglücklich über die Leere, die durch eure Distanz entstand, nicht über den Tod ihrer Mutter. Sie hatte glückliche Augenblicke mit allen um sie herum, mit Ausnahme von euch. War das jetzt... Moment, welche... Die gehen schon gar nicht mehr. Zur Auswahl stehen noch die beiden. Haben wir einmal das Gespräch mit dem Baum. Und was haben wir hier? Das Geschenk. Ich glaube, das ist eher die Geschichte mit dem Baum. Celeste! Welch eine wunderbare Überraschung. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe, aber ich bin so aufgeregt, dass ich es nicht erwarten konnte, dir zu zeigen, was ich gefunden habe. Sieh!
Das ist ein hübsches Gemälde von dir, Celeste. Es sieht so realistisch aus. Nein, du verstehst nicht. Das bin nicht ich. Das ist ein Porträt meiner Mutter. Oh, nun, wäre sie hier, bin ich sicher, würde man euch beide für Schwestern halten. Meine Tochter, was habe ich getan? Nach Elanas Tod war ich so blind vor Schmerz, dass ich meine Tochter schon vor Jahren verlor. Und jetzt hat mich der gleiche Schmerz über den Verlust von Celeste dazu verleitet, den Fehler zu machen, diese Kugel einzusetzen, um die Erinnerung an meine Tochter zu sammeln. Stundenlang habe ich ihre Erinnerungen durchsucht, fand aber keine. Und die, die ich fand, konnten mich nicht zufriedenstellen. Ich hatte gehofft, es würde mir Celeste auf irgendeine Art zurückbringen oder wenigstens verhindern, dass ich mich schuldig fühle dafür, wie ich sie in all den Jahren behandelt habe. Weißt du was, Lydia? Du hattest recht, als du sagtest, ich hätte meine Tochter niemals gekannt. Celestes beste Eigenschaft war, dass ihr das Glück der anderen immer wichtiger war als ihr eigenes Glück. Das stimmt. Denn deswegen hatte sie uns auch ihr Medaillon gegeben, ihre Spieluhr. Mit diesem Geschenk von meinem Herzen an deines zeige ich dir meine immerwährende Freundschaft. Möge es dir helfen, mich niemals zu vergessen. Was tust du? Das kann ich nicht annehmen. Das hat dir deine Mutter gegeben. Doch, du kannst. Das ist mein Geschenk für dich. Oh, ich weiß, was ich dir gebe. Seit Elanas Tod wart ihr kein guter Vater, Nathaniel. Aber Celestes Tod war nicht eure Schuld. Das Erste, was ihr tun solltet, um ihr Andenken zu ehren, ist, alle Studenten und Lehrer von dem Fluch zu befreien, der sie gefangen hält. Ja, ja, das werde ich tun. Wie kann ich noch weiterleben, jetzt, da ich sie beide verloren habe? Wie kann ich ohne Celeste weiterleben? Celeste! Wie ist das möglich? Es scheint, als würde Lydia die Akademie nicht rechtzeitig erreichen, um mich ein letztes Mal zu sehen. Und ich bezweifle auch, dass ich meinen Vater noch einmal sehe. Ich habe immer gedacht, einer von ihnen wäre am Ende an meiner Seite. Wir sind hier, Celeste. Was mich am traurigsten macht, ist, dass ich meinem Vater nicht sagen kann, dass ich ihn endlich verstehe. Was? Ich weiß, dass er versucht hat, alles von sich abzuhalten, was ihn an Mutter erinnerte. Selbst mich. Es war der einzige Weg, mit seiner Trauer fertig zu werden. Aber weißt du was? Ich kann ihm nicht einmal böse sein, denn ich tat das Gleiche. Ich versuchte, all die Erinnerungen, die ich an sie habe, fernzuhalten und hoffte, das würde die Schmerzen lindern, die ich durchlitt. Aber das ist nicht möglich. Je mehr ich mich darauf konzentrierte, sie zu vergessen, desto schlimmer wurde es. Also beschloss ich, das Gegenteil zu tun und jeden Moment, den wir gemeinsam hatten, zu hüten wie einen Schatz. Diese Art, mit meinen Schmerzen umzugehen, verwandelte meine Tränen in Lächeln. Und selbst wenn ich die Stimme meiner Mutter niemals wieder hören werde, war ich mit ihrem Fortgang in Frieden. Weißt du, meine kleine Freundin, auch wenn mein Vater in den letzten Jahren nicht für mich da war, habe ich niemals aufgehört, ihn zu lieben. Ich habe auch niemals aufgehört, dich zu lieben, meine Kleine, obwohl es ein wenig spät ist, das zu erkennen. Heute denke ich auf die gleiche Weise an meinen Vater, wie ich an meine Mutter denke. Ich erinnere mich nur an die guten Zeiten. Diese Erinnerungen überdauern sämtliche Wut, die ich ihm gegenüber empfinde. Wenn ich einen letzten Wunsch hätte, wäre das, dass sich meine Angehörigen meiner so erinnern, wie ich mich an meine Mutter erinnere, und dass sie der guten Zeiten gedenken, die wir miteinander hatten. Denn solange wir uns an jemanden erinnern, lebt er für immer in uns weiter.
Dein Wunsch ist mir heilig, meine Tochter. Dein Wunsch ist mir heilig, Celeste. Lydia, haben die Lehrer dich endlich aus der heiligen Stätte entlassen? Ja, aber ich werde sie morgen wiedersehen. Was geschieht mit Nathaniel? Er hat geschworen, niemals wieder Magie einzusetzen und die Akademie verlassen. Aber bevor er ging, bat er mich, ihn von Zeit zu Zeit zu besuchen, um meine Erinnerungen an Celeste mit ihm zu teilen. Gott, dieser Tag hat mich echt geschafft, jetzt da alles vorbei ist. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass ich Celeste niemals wiedersehen werde. Ich weiß, dass ich sie nicht ersetzen kann, Lydia, aber ich werde immer da sein, was immer du brauchst und... Boah, schau mal! Was? Sieh, am Himmel! Schnell! Das ist eine Sternschnuppe, genau wie die in der Legende, die du mir erzählt hast. Erinnerst du dich? Die Legende von den verlorenen Angehörigen, die ein Auge auf uns haben, wenn sie gegangen sind. Könnte das möglich sein? Celestes Stern? Hauptteam Wicked Studios. Ja, damit haben wir dieses Spiel durch und was ist das für ein heftiges Ende, mal ganz ehrlich. Damit hätte ich damals, als ich das erste Mal gespielt habe, niemals mit gerechnet, dass das so enden würde, dass wenn wir ankommen, dass Celeste tot ist. Und dann, wie man dem Vater auch noch beibringt, wie er sie vernachlässigt hat und dann die ganzen Emotionen, die da in ihm aufwirbeln. Boah, und dann natürlich noch diese letzte Erinnerung an Celeste. Wo sie sozusagen ihren letzten Willen äußert, wo dann sozusagen immer noch dieser Unterton drin war, die Moral von der Geschichte war da sozusagen noch drin, dass man, wenn jemand stirbt, nicht auf ewig darüber trauern sollte, sondern einfach versuchen sollte, sich an das Beste in dem zu erinnern und damit diese Person immer in guter Erinnerung zu behalten. Und das ist doch die schönste Art, jemanden in Erinnerung zu behalten, in guter natürlich. Ich finde dieses Spiel einfach so grandios, auch wenn es unglaublich unfaire Spiele drin hat. Diese Rätsel drin sind so unglaublich schwer und unfair teilweise. Also es ist schon nicht mehr feierlich. Aber das Spiel ist unglaublich gut gemacht. Es hat sehr schöne Grafiken, finde ich. Ist sehr komplex auch gestaltet. Die Story dahinter finde ich klasse, besonders mit dem Ende am Ende. Als ich das erste Mal gesehen habe, das hat mich richtig fertig gemacht. Das macht mich auch heute nochmal fertig, muss ich ehrlich sagen. Es ist unglaublich eine unglaublich traurige Geschichte. Aber es ist einfach so wundervoll gemacht. Und deswegen finde ich das Spiel einfach so klasse. Es ist im Endeffekt eines meiner Lieblingsspiele, auch wenn die Rätsel wirklich unfair sind. Das kann ich nicht deutlich genug sagen. Die Rätsel sind heftig. Sonst, als ich hier mit Sebi noch saß, da hatte der mich gerade besucht. Und wir dieses Rätsel mit den Zentauren, mit dem Drachen, der in seine Höhle musste, gemacht haben. Wir saßen hier wirklich eine Stunde und haben da nur rumgeklickt. Wo wir dann am Ende auch die Tonspur rausgenommen haben und das wieder einfach nur auf vierfache beschleunigt haben, damit ihr das wenigstens in ca. 15 Minuten erlebt und nicht in einer Stunde. Weil das hätte euch, glaube ich, auch fertig gemacht. Das hätte euch, glaube ich, auch keinen wirklich schon euch interessiert. Ja. Was soll ich noch zu dem Spiel sagen? Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir ein paar Kommentare. Ich lese so unglaublich gerne Kommentare. Schreibt mir Kommentare, was ihr über das Spiel denkt, was ihr daraus mitnehmt natürlich, wie es euch gefallen hat, bla bla bla, was euch so einfällt. Und wenn es euch gefallen hat, das Spiel, kauft es euch selber, spielt es selber. Das ist nochmal viel intensiver von der Story her, wenn man es selber spielt. Und wenn man vielleicht nicht so noobisch ist, wie ich es bin. Und ich bedanke mich wirklich sehr herzlich einmal an die Leute, die das Spiel entwickelt haben und vor allen Dingen bei euch, dass ihr bei diesem Let's Play bei mir wart. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit euch diese Geschichte zu erleben. Und jetzt, wo ich das durch habe, werde ich erstmal gucken, dass ich jetzt auch noch Sonic Generations durchkriege.
Und ich werde es nie wieder machen, dass ich so viele Let's Plays gleichzeitig nochmal, weil das geht einfach bei mir schief. Ihr habt gemerkt, wie selten wieder Videos bei mir kamen. Weil ich schaffe das einfach zeitlich nicht so viel zu machen. Ich habe schon im Hintergrund das nächste Let's Play vorbereitet, die ersten zig Parts davon aufgenommen, aber das werde ich erst raushauen, wenn dann Sonic durch ist. Weil sonst wird das einfach zu viel. Vielen Dank, dass Sie Keepsake gespielt haben. Danke, dass ihr Keepsake entwickelt habt. Und damit wirklich nochmal danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns alle noch bei Sonic und dann bei den darauffolgenden Let's Plays, wenn sie denn irgendwann kommen. Ja, das ist nur das Intro, das können wir überspringen. Und in dem Fall verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Let's Play. Euer Christian Gött. LP. Tschüss.